Bürgersprechstunde der AfD im sächsischen Chemnitz am vergangenen Donnerstag. Zwei Bundestagsabgeordnete und einer aus dem Landtag treffen auf rund 70 Interessierte. Mike Monzek spricht von der absoluten Mehrheit bei der nächsten Landtagswahl. 51% kriegen wir. So wird gekämpft. Und wir werden den Ministerpräsidenten stellen. Und die Konservativen dieses Landes werden sich auch uns anschließen. Und da bin ich einfach zu optimistisch, dass diese positive Entwicklung, die wir jetzt nehmen, kleingeredet wird. Wir sind jeden Tag am Ball, wir sind jeden Tag, ihr seid jeden Tag auf der Straße. Nicht nur in Chemnitz scheint die Partei im Höhenflug. Laut aktuellem ARD-Deutschland-Trend würden 18% die AfD wählen. Sie ist damit gleichauf mit der regierenden SPD. Vor einem Jahr lag die AfD in Umfragen noch bei 11%. Bis Ende September kletterte sie auf 15. Es ist die Zeit, in der die Inflation Benzin, Gas, Strom, aber auch Lebensmittel verteuert. Gleichzeitig kommen mehr Flüchtlinge. Der Krieg in der Ukraine macht Angst. Der jüngste Sprung in diesem Monat auf 18%.